Ja, das war es jetzt wohl gewesen für die Regionalliga. Trotzdem habt ihr heute Charakter gezeigt in diesem Spiel gegen Astoria Waldorf und habt nach dem 1:1, das war hoch verdient, denke ich, eine riesen Drangphase gehabt und dann auch wieder unglücklich das 1:2 gekriegt in der Nachspielzeit. Ihr hättet heute das Spiel gewinnen können. Ja, ich denke, ich weiß nicht, ob vorm 1:0 für Waldorf, ob Benny da mehr als ein oder zwei Bälle aufs Tor gekriegt hat. Ich denke, wir hatten klare Chancen plus. Aber ja, wie das Spiel heute gelaufen ist, war einfach symbolisch für die ganze Rückrunde. Wir kriegen sie vorne nicht rein und kriegen dann hinten so ein scheiß Ei irgendwie immer. Und ja, das ist einfach momentan zum Kotzen. Aber wir haben jetzt noch zwei Spiele. Noch sind wir nicht abgestiegen, solange das rechnerisch noch möglich ist. Probieren wir alles. Ich denke, Sonnenhof und Frankfurt hat auch kein leichtes Restprogramm. Jetzt fahren wir nächste Woche nach Mainz und schauen wir, dass wir da 3 Punkte holen. Man muss jetzt auch mal sehen, dass hier heute auch noch ganz wichtige Spieler eigentlich gefehlt haben. Es war so eine Art Rumpfmannschaft heute, könnte man sogar sagen. Aber ihr habt eine solche Form heute auf den Platz bekommen, einen Charakter gezeigt. Es wäre durchaus möglich gewesen, hier 3 Punkte rauszuholen. Ja, ich denke, es wäre nicht nur möglich gewesen, es wäre heute eigentlich hoch verdient und eigentlich Pflicht gewesen, wenn man den Spielverlauf sieht. Die Spieler, die uns wegfallen, die können beim Pirmasens halt nicht einfach so ersetzen. Und das zieht sich aber auch schon die ganze Rückrunde durch. Ich glaube, ja, wir haben, glaube ich, ein Spiel, wenn überhaupt, gehabt, wo wir annähernd mit der vollen Mannstärke zurückgreifen konnten. Ist natürlich nicht einfach für uns, aber ja, wie Sie sagen, das war trotzdem ein super Spiel von uns. Wir müssen uns halt mal belohnen. Wir kriegen halt so jede Woche auf die Fresse für eigentlich ein gutes Spiel, was wir machen. Deinen Worten entnehme ich, dass es noch nicht ganz aufgegeben ist, die Situation hier in der Regionalliga. Trotzdem habt ihr noch was vor der Brust, das ist das Pokalendspiel. Das wäre eine große Sache für den Verein, wenn man da in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals einziehen könnte. Wie siehst du das, die Chancen im Endspiel und dann, was darauf kommen könnte, eventuell? Ja, ich denke, die Chancen stehen gut. Das ist ein Ligakonkurrent. Das wird wahrscheinlich ein 50-50-Spiel sein. Wir werden jetzt uns natürlich jetzt erstmal auf Mainz vorbereiten. Schauen dann im letzten Spiel, spielen wir dann nochmal gegen Schott Mainz, bevor es dann 2 Wochen später im Pokal nochmal gegen die geht. Dann wissen wir mehr. Aber jetzt ist natürlich im ersten Moment jetzt erstmal bitter mit der Niederlage heute. Ja, jetzt schauen wir nächste Woche erstmal Mainz und. Ja, dann Pokal ist dann ganz am Schluss. Okay, dann schauen wir erstmal Mainz und dann schauen wir Mainz und am Ende schauen wir mal nach Mainz und sehen, hoffentlich haben wir am Ende wenigstens mal ein bisschen Glück. Das, was wir heute nicht haben. Heute haben wir nur Pech gehabt und wenn es auf der Torlinie des Gegners war. Ich danke dir. Dankeschön. Jo. Schuhstadt, wo ich herkomme, ist unser Stolz der FKP.